Hey Freunde der verrückten Ballerei. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge Borderlands The Pre-Sequel. In der letzten Folge haben wir noch ein paar Nebenaufgaben gemacht. Jemand wollte frische Luft, weil es ihm zu stickig war, und er hat sich selber getötet dabei. Und wir sind immer noch dabei, Gehirne für Lenkraketen zu organisieren. Dazu dürfen wir jetzt ein paar Typen von Dahl aufsuchen und fragen, ob die uns eins geben wollen. Alter! Brauchst du nicht. Komm schon. Mensch! Bisschen Chaos hier gerade. Yep. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Komm zurück, dann testen wir die Rakete nochmal. Ja, wenn wir hier auch mal aufgeräumt haben. Da ist noch einer. Seid ihr das wirklich? Für dich habe ich was Besonderes. Wo steckt er? Komm schon. Mensch. Mach doch nicht sowas. Komm her. Au. Du regst mich auf. Naja, wenn wir die geben. Na komm. Kannst du dich nochmal unsichtbar machen? Oh, du Armer. Das tut mir aber kein bisschen leid. Okay, wir müssen zurück und müssen ihr das Gehirn bringen. Damit wir die nächste Rakete starten können. Oho, ich freue mich. Ja, ich doch hoffentlich auch. Es geht doch nichts über einen gelungenen Raketenstart. Da ist noch eine Kiste. Die nehme ich mit. Auch
Sehr fein, sehr fein. Müssen auf jeden Fall mal Granaten werfen. Okay, bestücke die zweite Rakete mit dem Soldatengehirn. Experimente! Klar. Haha, ich liebe es, ich liebe es. Ich. Feuer frei! Bang, bang! Hab ich doch. Ich hoffe, das Glas hält. Ich will was lernen. Die Form dieser Raketenspitze gefällt mir. Diesmal machen wir einen Kompromiss. Vermischt das Soldatengehirn und das Torgehirn im Mixer. Komm mit, der Mixer ist da drüben. Was? Okay. Was kriegen wir da raus? Experimente sind so cool. Das ist aber zu schlapprig zum Greifen. Schieß mit einer Eiswaffe drauf, damit es fester wird. Ich habe eine Frostpistole für dich versteckt, weil es in der Wissenschaft darum geht, immer bereit zu sein und überall Frostpistolen zu verstecken. Bam, bin ich clever. Okay. Gib sie mir. Schauen ist eigentlich schlechter. Yep. Aber was macht man nicht alles für die Wissenschaft? Es ist fest geworden. Ich spür's. Packen wir es in die Rakete. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt, was jetzt passiert. Hui! Oh Mann, sie fliegt auf meinen Haufen zu. Verzeih mir die Frage, aber du bist kein echter Wissenschaftler, oder? Ja! 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 Scheiß auf mein Haus! Wissenschaft! Lass mich dich belohnen. Die ist eindeutig Wissenschaftler. Oh. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Wir können gleich den Fertigkeitspunkt noch vergeben. Wir haben fast Ringbogen, Nova. Nahkampfschaden, Gesundheit wieder. Okay. Hey. Ich bin halt echt. Das auf jeden Fall nicht. Das macht mir einfach nur meine Waffen kaputt. Und mach's mal das. Und in der nächsten Runde das hier. Dann schauen wir uns mal die anderen Bäume noch mit an. Können uns vielleicht da noch ein bisschen was gönnen. Haben ja alle Möglichkeiten. Also gehen wir noch zur nächsten Nebenaufgabe. Wo ich mal schauen muss. Darüber, da. Wir sind auf dem perfekten Weg. Ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Nein, 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 nein. Da war.
wüsste jetzt gerade nicht mehr, wo Schlagen war. Aber mal ein Erfahrungspunkt. Oh, schade. Lups. Mimit. Da können wir eigentlich gleich wieder auf die andere mal mit wechseln. Allgemein musst du mal schauen, was wir so alles haben. 63, 100, 126. Die wieder rein. 315. Schon nicht verkehrt. Gegner. Aber hast ja gar nichts drauf, Mann. Die Wunden müssen neu erschaffen. Zu mächtig. Du musst es aufhalten. Geh zu Labor. Ich hab's versucht. Es sucht ein Dara nach dem. Das ist geheim. Aber ja, ziemlich toll. Okay. Na komm. Ja, auch. Ein Sanitäter. Nein. Hallo. Kommt her. Ey, ihr seid so gemein. Gemein. Warum seid ihr abgehauen? Okay, Labor 19. Wo soll das sein? Warum wollten wir nur Gott spielen? Alles klar. Okay. Warum? Was für ein Monster kann das sein? Hallo, stellt euch noch mal so schön hin. Da. Ich will doch nur Schneebälle. Haha, es funktioniert. Ich mag meine Schneebälle. Okay. Ich will
allzu gern wissen, was sich hinter diesem Vorhang verbirgt. Zu was dient dieses Labor? Kammerjäger, die Hyperion Corporation haftet nicht für etwaige von euch entfesselte Monstren. Bringt unsere Raumstation nicht in Gefahr. Na, die Typen können uns. Mach das Ding auf. Okay. Bitte Legitimationscode eingeben. Legitimationscode ist andernorts auf der Forschungsebene zu finden. Achtung! Legitimationscode ändert sich regelmäßig. Finden Sie den Code, kehren Sie rasch hierher zurück und geben Sie ihn ein. Okay. Schieß einfach auf die Tasten, um die Kombination einzugeben. Ja, aber wir brauchen die Kombination. Da rein. (6071) Ich hoffe, ich bin schnell genug. 6071. Merkt euch das? 6071? So. Ich bin Einzel. Ich habe dieses Ungetüm selbst geklont. Es ist eine perfekte Kopie der Kreatur, die Pandora terrorisiert hat. Des Zerstörers. Ja. Das Ding hätte echt nützlich sein können, wenn es nicht bloß so groß gewesen wäre wie ein scheiß Fingerhut. Egal, komm zurück, wenn du soweit bist. Hey, du solltest dich von diesem Makaranga dafür bezahlen lassen, dass du seine dämliche Sauerei beseitigt hast. Oh, ich hasse diesen Nacker-Dingsbums so sehr. Du bist nicht tot? Freut mich. Freut mich sehr. Jack mag dich mehr als mich. Das ist toll. Ja, finde ich auch. So, Bezahlung abholen. Dann noch schauen, ob wir hier noch ein paar Quests haben im Herz. Yep, Enderkommando. Eine haben wir noch. Da gehen wir zu den Adern der Helios, machen da noch das Fix und dann Auge im Auge. So würde ich das jetzt ungefähr machen. Haben wir zum Glück keinen Zeitdruck. Haha. Ich will nur fix die Quest abgeben und dann holen wir uns die nächste noch. Wir machen dann die nächste. Ich beinahe sogar klau, aber das ist egal, ob man die machen oder nicht, weil sehr viele Erfahrungspunkte bekommen wir momentan nicht. Natürlich haut uns nichts um. Ach, wisst ihr was? Wir werden einfach diese Folge dann... Wir geben die Mission jetzt ab, dann beenden wir diese Folge. Und in der nächsten Folge... probieren wir uns nochmal gegen Sabaton.
Aber wir bekommen von den Gegnern kaum noch Erfahrungspunkte. Also ist es sinnlos, sie weiterhin zu töten. Na komm schon, geht drauf. Oh, du Armer. Ich habe auch kein Schild gerade. Ich habe auch Granaten. Ach, Claptrap, dieser Spruch. Sagt wer? Wer sagt, dass ihr die Guten seid? Echt? Es gibt kein Gut und kein Böse. Außerdem bin ich immer auf der Seite der Guten. Also, meistens. Da gebe ich ab. Schuld. 70 mal 10. Oktob. Könntest du dich etwas beeilen? Ich muss wieder in meinen Schuh. Oktob, die ist besser. Wo ist der Unterschied? Gut, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und schaltet dann natürlich auch das nächste Mal wieder ein. Und wenn wir uns dann wieder an Sarpedon ranwagen, weil mit ihr haben wir noch eine Rechnung offen. Ich würde jetzt, wie gesagt, mich verabschieden. Du bist hier was dann offscreen noch herrichten und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen!